willkommen zu Comedy Tower. Heute mit Vince Ebert, mit Johannes Scherer, mit Abdelkarim und mit Daphne Deluxe. Viel Spaß. Willkommen zum Comedy Tower mit dem internationalen Spitzenpublikum aus dem Main Tower in Frankfurt. 20.000 Meter über dem Meeresspiegel. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. Dankeschön. Sie werden heute Abend erfahren, warum das Leben vor 150.000 Jahren so viel einfacher war. Sie werden erfahren, wie man mit dem Handy Ponyfleisch in der Lasagne aufspürt. Sie werden außerdem noch erfahren, warum ein dicker Fisch eine Beleidigung sein kann und wie man durchs Hosenkaufen schlank wird. Mein erster Gast, weil falls Sie mal immer dachten, Physiker sind Witzfiguren, es geht auch ganz andersrum. Hier ist Vince Ebert. Hey, Wahnsinn. Unfassbar. Ja, freue mich sehr, wieder hier zu sein. Mein Name ist Vince Ebert. Mein Programm trägt den Titel Evolution. Hier sieht man es, das Geheimnis des Lebens. Wie hat sich das Leben entwickelt? Warum ist der Mensch und nicht die Kakerlake am Drücker? Ist der Musikantenstadel mit der Evolutionstheorie vereinbar? Super Foto, oder? Ja, links bin ich. Ja. Ja. Rechts ist Heiner Geißler. Ja. Nein, rechts, das ist Sina. Eine 13-jährige Schimpansendame. Und das war wirklich toll. Ein fünfstündiges Fotoshooting mit einer 65 Kilogramm schweren Schimpansin, die übrigens eine unfassbar hohe Tagesgage hatte. Ich sag mal, für die Kohle hätte ich auch locker Til Schweiger bekommen. Aber der hätte sich nicht so gut artikulieren können. Na, es war wirklich toll zu sehen, wie menschlich so ein Tier ist und wie tierisch wir Menschen. Ich meine, kein Wunder, denn 98% unseres Erbmaterials sind komplett identisch. Unsere Entwicklungslinien haben sich erst vor rund 5 Millionen Jahren getrennt. Das klingt jetzt erstmal ziemlich viel, aber würden Sie eine Menschenkette bilden, in der sich Ihre Mutter, Ihre Großmutter, Ihre Urgroßmutter und so weiter an den Händen hielten und würden Sie in München anfangen, dann wären Sie bereits in Mannheim bei unserem letzten gemeinsamen Vorfahren angelangt. Und wer schon mal in Mannheim war, der weiß, wovon ich rede. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, worin unterscheiden wir uns vom Tier? Wir können uns vorstellen, was andere denken könnten. Wir haben Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere hineinversetzen zu können, Humor empfinden zu können, hat natürlich auch was mit einer gewissen Gehirngröße zu tun. Und es hat sich gezeigt, dass vor rund 500.000 Jahren sich das menschliche Gehirn fast verdreifacht hat in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und man vermutet, dass diese enorme Gehirnvergrößerung mit der Erfindung des Kochens einherging. Das ist eine gewagte These, vor allem wenn man sich diese Typen beim perfekten Promi-Dinner anguckt. Wo man immer den Eindruck hat, boah, da arbeitet das Stammhirn noch auf Werkseinstellung. Aber die Idee vom Kochen ist insofern nicht dumm, weil der Mensch genau zu diesem Zeitpunkt auch das Feuer entdeckt hat. Und keine 3 Tage später die Grillsaison. Ich weiß ganz genau, was einige sagen. Was zum Teufel hat Grillen mit einem großen Gehirn zu tun? Ganz einfach, große Gehirne benötigen sehr viel Energie. Und Fleisch, also Protein, ist der beste Energielieferant. Das Problem an der Sache, um rohes Fleisch zu verdauen, braucht man einen sehr großen Verdauungsapparat. Und den haben wir Menschen nicht. Wir haben zwar 3-mal so viel Hirn wie Schimpansen, aber unser Verdauungssystem ist 40% kleiner. Und diese 40% haben wir in die Küche verlegt. Wir haben also einen Teil der Verdauung outgesourced. Das Karnickel zum Beispiel hat eine ganz andere Strategie. Karnickel sind Fluchttiere und Vegetarier. Also genauer gesagt sogar Veganer. Die Hisbollah-artige Splittergruppe der Vegetarier. Fluchttiere und Veganer ist ernährungstechnisch eine ganz beschissene Kombination. Denn Pflanzen sind wesentlich schlechtere Energielieferanten und deswegen benötigen Pflanzenfresser einen noch größeren Verdauungsapparat. Deswegen haben Kühe riesen Pansen. Jetzt kann sich aber das Karnickel als Fluchttier so eine fette Wampe nicht leisten. Was macht es daher? Es fermentiert einen Teil der Nahrung in einem speziellen Darmabschnitt und muss dann nach dem Ausscheiden das fermentierte Zeug zum zweiten Mal fressen, um an das Protein zu kommen. Verstehen Sie? Ich sage das jetzt nur, weil Vegan sein gerade so unfassbar hip ist.
wenn uns das nicht gefällt, aber unser Verdauungssystem ist eben nicht an Rohkost oder Salatteller angepasst, sondern an Aufschnitt und Gräbel. Das menschliche Gehirn hat dazu sogar ein körpereigenes Belohnungssystem entwickelt und schüttet bei diesen Speisen Dopamin aus. Wir sind also mit einer körpereigenen Droge auf Rahmschnitzel und Sachertorte konditioniert. Und auch heute noch lügt man sich in puncto Gewicht in die eigene Tasche, besonders die Schlanken. Es ist doch so nervig, wenn diese abgemagerten Models in Interviews dann so Sachen sagen wie: Ich esse ganz normal, Schokoriegel, Hamburger, Schlachtplatte mit Schupfnudeln. Da könnte ich kotzen. Ja. Machen die übrigens auch. Ja. Und für so einen Schwachsinn hat uns die Natur ein großes Gehirn gegeben. Ja. Das sich übrigens ziemlich langsam entwickelt hat. Ja. Wenn wir geboren werden, hat unser Gehirn nur etwa 30% seiner endgültigen Größe erreicht. In dieser Phase sind wir vollkommen hilflos. In den ersten 6 Jahren wächst es dann auf 90% an und hat erst mit 23 Jahren seine volle Performance erreicht. Da sind wir aber schon 10 Jahre geschlechtsreif. Unser Hirn hinkt unseren Hoden 10 Jahre hinterher. Aber das ist gut so, denn dieses langsame Gehirnwachstum ist die Basis für Lernfähigkeit. Ja. Gegenbeispiel Krokodile. Krokodile haben bei ihrer Geburt bereits ein vollständig entwickeltes Gehirn. Da kommt nichts mehr dazu. Und genau deswegen sind die doof wie ein Kastenweißbrot. Lernfähigkeit gleich null. Krokodilmütter verteidigen ihre Eier bis aufs Blut. Aber in dem Moment, in dem die Jungen schlüpfen, sagen die sich: Oh, Futter! Die fressen ihren eigenen Nachwuchs, weil sie zu doof sind, ihn zu erkennen. Ganz anders wie Menschen. Wir peppeln unsere Kinder auf, bringen ihnen Lesen, Schreiben und Fahrradfahren bei, finanzieren ihnen die Ausbildung, das Studium, die Hochzeit, stecken ihnen Geld zu, wenn sie ein Reihenhäuschen kaufen wollen, nehmen ihre Kinder übers Wochenende, wenn sie ihren Selbsterfahrungsworkshop machen und lassen sie schließlich wieder bei uns einziehen, weil der feine Herr Schwiegersohn seit 3 Jahren seine Sekretärin vögelt. So doof sind Krokodile eigentlich gar nicht. Zumindest ist ihr Leben übersichtlich. Ja, und wir haben in den letzten 10.000 Jahren eine Welt entwickelt, die wir im Grunde nicht mehr verstehen. Schauen Sie sich einfach mal in diesem Raum hier um. Gucken Sie sich einfach mal um. In diesem Moment sehen Sie mehr Menschen, als unsere Vorfahren während ihres gesamten Lebens gesehen haben. So viele Menschen, und das stresst unser Steinzeitgehirn. Auch Entscheidungen stressen uns. Pro Tag müssen wir in unserem modernen Leben bis zu 20.000 größere und kleinere Entscheidungen treffen. Zucker oder Süßstoff, CDU oder SPD, Scheidung oder Durchhalten, jeden Tag. Da muss man ja wahnsinnig werden. Entscheidungen stressen uns, unser gesamtes Leben, unser gesamtes modernes Leben stresst uns. In den USA hat neulich ein Typ mit einer Schrotflinte seinen Laptop zusammengeschossen, das Ganze auf YouTube gestellt. So eine Art Screenshot. Ja, da ist irgendwas mit der Installation schiefgelaufen, da ist er ausgedickt. Hasta la vista, Windows Vista. Man kann es verstehen. Ja. Neulich schickt mir die Telekom ein neues Handy. Beim Auspacken finde ich einen Zettel: Ihr Handy funktioniert nicht, rufen Sie uns an. Ja. Eine der Hauptfunktionen unseres menschlichen Gehirns besteht in der Abwehr von unnötigen Informationen. Zumindest Informationen, die wir nicht intuitiv erfassen können. Roberto, zeig doch mal das eine Bild. Welche Emotion hat dieser Mensch? Was glauben Sie? Glücklich, super. Herzlich willkommen, die Autisten sind auch hier. Fantastisch, super. Ja. Nein, welche Emotion hat dieser Mensch? Zorn, genau. Zorn, Wut, Ärger. Innerhalb von Sekundenbruchteilen haben wir eine ziemlich gute Ahnung davon, wie es diesem Menschen geht. Und das, obwohl die menschliche Psyche hochkomplex ist. Und jetzt betrachten Sie folgendes Bild. Antwort? Schon schwieriger, oder? Denken ist wesentlich anstrengender als fühlen. Und vor allem wesentlich langsamer. Einen guten Freund aus 60 Metern von hinten zu erkennen, das fällt uns leicht.
Ein Computer, der kann das nicht. Der hat keinen guten Freund. Dafür kann der blitzschnell 73 mit 26 multiplizieren. Ein Mensch, der das kann, hat meistens auch keinen guten Freund. Dankeschön. Vinz Eber, meine Damen und Herren. Ja. Was 1898. Genau, 1898. Super ausgerechnet. Ich habe auch keine Freunde. Ja, ich habe auch keine Freunde. Das sind halt HR-Moderatoren, die haben es drauf. Wir haben keine Freunde, genau. Ja. Sag mal, Vince, du hast eine sehr schöne Veranschaulichung eben gehabt. Das macht man ja immer gerne, damit man sich etwas besser vorstellen kann. Mhm. Also sagt das mit den Ahnen, die Geschichte, also bis wohin geht die Schlange, wenn ja, es ja, drum geht. Genau. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Nichtsdestotrotz muss ja schon ein bisschen genau dabei sein. Ja. Die fassen sich an den Händen von München bis Mannheim. Bis Mannheim. Stehen genau. Die so an Händen, stehen die so an Händen, wie dick sind die? Damit man das jetzt ein bisschen mehr, stehen die auf gerader Linie? Also wenn du sagst, von München bis Mannheim ungefähr 400 Kilometer... Wie ungefähr? Du bist Wissenschaftler. Oh. Ja, Entschuldigung, vor 5 Millionen Jahren hat es ja nicht von einem auf den anderen Tag klack gemacht und da war der Schimpanse da. Ich finde nur diese Vergleiche immer so extrem lustig, weil ich kann mir gar keine Menschenkette von München bis Mannheim vorstellen. Aber du bist da schon mal von München bis Mannheim gefahren. Nein, warum? Ich fahre... ja gut, dann ist... Ich fahre über Würzburg. Dann ist klar, dann ist klar. Nein, aber ich kenne das ja auch aus dem Fernsehen. Aus dem Fernsehen versucht man ja auch immer Sachen so zu veranschaulichen. Natürlich. Als jetzt Kassel-Wilhelmshöhe, der Bergpark Weltkulturerbe. Ja. Um zu erklären, wie groß dieser Weltkulturerbe-Park ist, ja, hat man gesagt, warte, ich habe es ja aufgeschrieben, 350 Fußballfelder. Ja, das kann sich... Hast du schon mal 350 Fußballfelder gesehen? Ich habe noch einen schönen Vergleich, um Schall und Lichtgeschwindigkeit zu verdeutlichen. Ja. Also, stell dir einen Kinosaal vor, ja, mit 300 Millionen Sitzreihen. Selbstverständlich, ne? Kein Problem. Ja. Also ein großer Kinosaal. Ja, relativ groß. Ja. Wenn du in der letzten Reihe sitzt, siehst du den Film nur eine Sekunde später als der Typ in der ersten Reihe. Aha. Aber hören kannst du ihn erst 1,5 Wochen später. Und bis der Langnesemann vorbeikommt, vollkommen eine Katastrophe. Jetzt habe ich endlich die Lichtgeschwindigkeit verstanden. Was ja immer gerne herangezogen wird, ist das Saarland. Ein Waldbrand so groß wie das halbe Saarland. Ja. Ich denke, Moment mal, also das Saarland ist doch eigentlich immer sehr klein. Jetzt ist es aber so, der Waldbrand ist aber das so Saarland, groß nein, wie das halbe Saarland. Saarland. Das Saarland wird immer deswegen dazugezogen, weil es nicht schad ist drum. Verstehst du? Ach so. Bei Waldbränden und bei Waldbränden. Wir lernen immer sehr gerne von dir. Meine Damen und Herren, Dankeschön, Vinz Ebert. So, mein nächster Gast hat es tatsächlich geschafft, pünktlich hier zu sein im Comedy Tower und das Ganze trotz Navigationssystem. Begrüßen Sie Johannes Scherer. Schön. Vielen, vielen, vielen Dank für den warmherzigen Empfang. Es ist toll. Also mein Programm heißt nicht Evolution, mein Programm heißt Dumm klickt gut. Und das ist quasi so eine Art Aufbauseminar für das. Oder sagen wir mal, die Schlauen gehen zum Vince in die Show und auf euch freue ich mich dann. Auch. Nein, es geht bei mir um die Frage, die moderne Technik, also hier Navi, Roberto hat es gerade angesprochen, hat die, also auch Google, Wikipedia, also diese ganze Internet, und so, hat das eigentlich die Zahl der Deppen auf dieser Welt verkleinert oder vergrößert? In Deutschland leben Menschen im Jahr 2014, jetzt dann auch, ne, die glauben, dass man für 1,19 Euro tiefgekühlte Lasagne kaufen kann. So richtig schön, mit Pappschachtel und Tomatensauce und Hackfleisch mit Tier drin und so. Und dass das Tier aber handgestreicheltes Kobrind aus Japan ist und es trotzdem nur 1,19 Euro kostet. Das glauben die. Aber wir sind die technisierten Idioten. Also wir haben eine App und wir können dir sagen, wir scannen das, ne, mit Handy scannst du den Strichcode und dann kann dir der Idiot von heute sagen, aus welchem Streichelzoo in den Karpaten ist das Pony entführt worden, was da drin steckt. Das ist so.
Könnt ihr euch kaufen in jedem gut sortierten App-Store. Der Euro-Pony-Scanner kostet 3,99. Da kriegst du schon 3 Lasagne für. Ne? Oder, danke Roberto, Navi. Perfekt, das Navi ist eine tolle Erfindung. Navi spitzenmäßig für Leute, die wo auch mal misstrauisch werden. Wenn du aber Dachpappedeckelblöd bist, dann kachelst du halt auch mal in den Main hinein mit deinem SUV, oder passiert ständig, mit deinem SUV kachelst du in den Main rein, weil das Navi dir im Brust und der Überzeugung sagt, bitte fahren Sie weiter geradeaus. Ich weiß nicht, merkt so ein Navi, wenn es im Wasser ist, merkt das, dass sie dann gurgelt oder so? Nach Möglichkeit, bitte wenden. Ja, aber das sind Navis, also wenn du wirklich auf deinem Hirn, zwischen den Ohren, also wenn das, was da drauf ist auf dieser Festplatte, auch gut und gerne auf eine alte C60-Musikkassette passen würde. Manchmal hat man auch den Eindruck, es gibt Leute, was da oben im Hirnkastel ist, das ist das Hirnmasse oder ein Furzkissen? Ich weiß nicht. Man kann es sehr leicht rausfinden. Einfach so ein leichter Schlag auf den Hinterkopf. Weißt du, wenn du hinten drauf klopfst, dass es vorne so macht, dann weißt du. Und für solche Menschen werden Navis inzwischen konstruiert. Wenn du zum Beispiel von Frankfurt nach Limburg fährst, möchtest, keine Ahnung, mal die Bischofsresidenz besichtigen oder so, und dann gibst du jetzt aber die Straße natürlich schon in Frankfurt ein, damit du nicht auf der Autobahn, und den Weg so grob, den kennst du ja. Das heißt, das Navi sagt dir einen bereits bekannten Weg an. Und dann erinnert es sich aber schon an A66. Krifteler Dreieck warnt dich das Navi schon, die Autobahn jetzt, obwohl du noch 60 Kilometer auf der Uhr stehen hast, auf keinen Fall die Autobahn zu verlassen. Sag dir einfach dann, in 2 Kilometern bitte links halten und auf der A66 bleiben. Ach komm! Ich darf also, wenn ich nach Köln will, nicht Richtung Ohrgriften schon runterfahren. Entschuldigung, wie bescheuert ist das denn bitte? Ein Navi, das dir durch ständige Penetranz auf die Nerven ging, das gab's ja früher auch schon. Das hieß nicht Navi, das hieß Mutti. Mutti saß vorne rechts, direkt neben der automatischen Steuereinheit Vater. Und Mutti hat mit Landkarten operiert. Und wo dir das nervige Navi heute sagt, in 200 Metern, das sagt's zum 10. Mal, in 200 Metern rechts abbiegen. Und das ist tatsächlich ein Fortschritt der Technik, da hat nämlich das alte Navi Mutti noch gesagt, Scheiß, mir hätte am Gambacher Kreuz da hinten. Ja. Oder wo das Navi von heute, weil es überhaupt keine Ahnung mehr hat, wo es ist, da sagen die Navis dann immer, das Ziel liegt in der angezeigten Richtung. Also sei es auf gut Deutsch. Da hat das Navi früher, Mutti hat dann immer noch gesagt, ich glaube, der Ort ist auf der Karte gar nicht mehr drauf. Es gab ja 2 verschiedene Möglichkeiten, da zu operieren. Entweder sie hatte den Faltplan auf dem Schoß. Das waren so Landkarten, die konntest du ein einziges Mal benutzen. Spätestens beim 2. Mal waren da Löcher drin, da konnten Brautpaare durchklettern bei Trauung. Wirklich wahr. Ne? Oder aber es war der große Shell-Atlas. Den gab es meistens, wenn du die ADAC-Prämie, Jahresprämie bezahlt hast, hat es den umsonst draufgegeben. Und der war sehr interessant sortiert. Also wenn du da zum Beispiel, wir bleiben mal bei dem Beispiel Frankfurt-Limburg, da hat vielleicht deine Fahrt angefangen auf Seite 76. Irgendwann war dann aber die Karte zu Ende, vielleicht so Niedernhausen. Dann ging es aber nicht auf Seite 77 weiter, sondern auf der 903. Und das musstest du dann aber wissen. Oder vorher, da gab es dann so verschiedene Farben, in Hessen sagt man Benelger. Da gab es so verschiedene Farben, Benelger, wie im Gesangbuch von The Cash. Und da wurde Vater dann immer hektisch und hat dann gesagt, das rote Benelger, da geht's weiter. Der rote Benelger ist der Jugoslawien-Urlaub von vorletztes Jahr. Ich
Ich sag mal, mein Opa, der hat's noch nur mit einer Landkarte bewaffnet, bis an die Wolga geschafft. Und dann, ich kenn auch die Feldpostkarte, was die Oma in der Schublade hat, was er da reingeschrieben hat. Es ist saukalt, wir haben nichts anzuziehen, wir frieren hier, Ostfront, ich habe bei Amazon noch kein einziges Geschenk bestellt. Ja, die wollte da nicht alt sein, ne? Aber das Navi damals, oder wie es da noch hieß, der Führer, hat gesagt, nein, nichts da, Sie haben den Bestimmungsort der Vorsehung erreicht. Und da sind die da geblieben. Und wenn ich das vergleiche, ja, da steht es zwischen dem Idioten von damals und denen von heute, die mit dem SUV in den Main kacheln. Mindestens unentschieden. Vielen Dank. Dankeschön. Johannes Scherer. Johannes Scherer. Dankeschön. Johannes. Herr Capelluti. So, aber mir ist es, ein Freund von mir ist es neulich ganz ähnlich passiert. Der wollte nach Frankenberg-Eder. Kennst du? Okay, ja. Google Maps, gibst du Frankenberg? Der sagt auch Frankenberg-Eder. Sagst ja, Frankenberg-Eder. Ja. Der hat erst hinter Gera gemerkt, dass er nach Frankenberg in Sachsen auf dem Weg war. No, das ist aber das ist ein Fehler tatsächlich in diesem Navi-System. Das, geil ist, wenn du so ein Navi hast mit Sprachsteuerung noch, wo du dann noch sagen kannst, du sagst dann Membris Mensengesäß und die ja. Versteht, aber die bietet dann einfach mal was an. Dann musst du dich erst so durch so Zeile scrollen. In der Zwischenzeit hast du längst eine Grundschulklasse überfahren vor dir auf dieser ja. verkehrsberuhigten Zone, weil du nur, das ist ja wahnsinnig kompliziert. Aber bist du auch einer von diesen Navi-Nutzern, die, wenn möglich, bitte wenden als persönliche Niederlage sehen? Ich beachte das einfach nicht. Ich habe es gemerkt, das ist aber tatsächlich bei Männern vor allem so. Natürlich. Also, es wird nicht gewendet. Nein, nicht wenden. Jetzt fahrst dreimal rechts, dann bin ich doch taub wieder da. Auf keinen Fall wird gewendet. Es ist auch so, dass die Leute, die in den Main fahren, ich will jetzt echt nichts sagen, aber es passiert leider, es ist wirklich was, passiert immer in Offenbach. Es passiert immer in Offenbach. Es ist das, nein. Aber, ja, Entschuldigung. Es sind keine Offenbacher. Das, nein. Moment, das können keine Offenbacher sein, denn Offenbacher brauchen ja in ihrer eigenen, das müssen Ortsfremde sein. Offenbacher brauchen in ihrer eigenen Stadt auch kein Navi. Also es ist wirklich wahr. Doch, bei der Tor! Vorsicht! Na gut, es gab ja mal, das ist schon einige Jahre her, da ist doch dieser eine Kerl, es gibt hier in Frankfurt eine U-Bahn, die U5, die kommt aus dem Tunnel irgendwann raus und fährt dann oberirdisch weiter. Und wenn du von der Kreuzung auf diesen Tunnel zufährst, dann sind da Pfeile zum Linksabbiegen. Ab der U-Bahn-Ding war ich schon raus. Egal. Pass auf, es ist tatsächlich ein bisschen missverständlich. Dieser Pfeil bedeutet natürlich nicht, dass du in den U-Bahn-Tunnel mit dem Auto reinfahren sollst. Das hat er aber gemacht. Geil. Und er ist bis zur Konstablerwache mit dem Auto durchgefahren. Der ist bis zur Konstablerwache. Das ist kein Witz. Ich denke mir nur, du stehst da morgens, willst zur Arbeit. Kommt so ein Opel Kadett rein. Das ist ja, aber so ein Depp steht schon mal nicht vor dir im Stau. Das ist doch gut, der ist ja unter dir im Tunnel. Meine Damen und Herren, Johannes Scherer. Dankeschön, Johannes. Dankeschön. Johannes, danke. Abdelkarim. Abdelkarim ist der Exot des heutigen Abends. Und das nicht, weil er Marokkaner ist. Nein, es geht noch viel, viel ausgefallener. Er ist geboren in Bielefeld. Abdelkarim. Grüß Gott. Wow, amazing, I like it. Hey, wow, thank you. Yeah. Kommen wir zum salafistischen Teil. Ich komme aus Bielefeld. Kennt jemand Salafisten? Hat jemand Salafisten im Freundeskreis? Du zum Beispiel? Möchtest du das ändern? Ich bin heute echt hier angekommen in Frankfurt, wusste nicht, wo der Main Tower liegt. Sagt man Main Tower oder Main Tower? Main Tower. Ich dachte, Main Tower, weil das hier der wichtigste ist, aber habe ich mich dann... Gut, habe mich geirrt. Wollte Leute anquatschen, um zu fragen, wie ich hinkomme. War sehr schwierig zu finden. Wollte, also Blickkontakt unmöglich, alle mit den Handys beschäftigt. Viele haben mich gesehen, dann das Handy rausgeholt. Nicht so. Und dann habe ich einfach den Nächstbesten angesprochen, war ein Polizist. Ist eigentlich andersrum, die fragen mich was. Ich sage, ja, hallo, können Sie mir helfen? Ich bin nicht von hier. Sieht man.
Ich so, ich musste ins Main Tower. Er hat mir echt geholfen und er sagte mir, bitte sei mit den Frankfurtern etwas vorsichtig. Viele sind aus Offenbach hierhin gezogen, damit sie Leute wie dich nicht mehr sehen müssen. Ist Frankfurt nicht so die richtige Wahl, habe ich dann gesagt. Aber gut, ja. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier bin. Er hat mir sogar gesagt, wenn du es wirklich eilig hast, kann ich dich auch fahren? Ich so, oh, dürfen Sie das als Polizist einfach so einen auf Taxi machen? Nein, darf ich natürlich nicht, aber wenn Sie hinten bei mir sitzen, das wird schon keiner merken. Also ich bin aber dann doch lieber zu Fuß, wollte ein bisschen Frankfurt sehen, habe mich auch schlau gemacht und ich habe eine sehr schöne Studie gelesen, Zeitung. Eine Studie hat wirklich gefragt, wovor haben Männer am meisten Angst bei einem Blind Date und wovor haben Frauen am meisten Angst bei einem Blind Date? Und das Ergebnis zeigt, es gibt noch große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Männer haben beim Blind Date wirklich Angst davor, dass die Frau zu dick ist. Und Frauen haben Angst davor, dass der Mann ein Mörder ist. Das ist schon eine ganz andere Angst. Ne? Drei Ängste weiter. Und die entscheidende Frage, wie verzweifelt sind sie? Könnte ein Mörder sein, aber ich gehe trotzdem hin. Der Mann hat ja mit seiner Angst nichts zu verlieren. Schlimmstenfalls ist die Frau nicht sein Typ. Was macht er? Trinkt Kaffee, geht nach Hause. Was macht aber die Frau, wenn sie beim Date merkt, oh, der will noch in den Wald. Ach, wenigstens weiß man jetzt, warum sich Frauen so viel besser an das erste Date erinnern können. Die merken sich jeden Scheiß, könnte wichtig sein bei der Zeugenbefragung. Hat alles irgendwo seinen Sinn. Es gibt noch ganz viele andere Studien. Konnte dann nicht so viel Zeitung lesen, musste mich auch auf heute vorbereiten. Ich habe sogar extra für heute eine neue Jogginghose angezogen. Danke. Dankeschön. Danke. Großartig. Amazing. I like it here tonight. It's amazing. Really appreciate it. Ja, ich bügele sogar meine Sachen selber. Da muss man jetzt nicht klatschen extra. Ich habe mir auch letzten Monat einen Bügeltisch gekauft. So ein Hightech-Bügelbrett mit einem Mini-Bügelbrett, das oben drauf kommt. Ich war eine Woche überfordert. Was will es von mir? Hab dann gelesen, aha, soll das Bügeln erleichtern, ist für die Ärmel. Hab meinen Unterarm draufgelegt und so gebügelt. Na, da muss man... Meine Mutter angerufen, gefragt, Mama, kann es sein, dass Bügeln die ersten zwei Wochen sehr schwer ist? Ne, muss man sich da erstmal. Mein Vater sagt, Bügeln hin oder her, dein Kleidungsstil ist trotzdem scheiße. Du bist 32, da muss man sich anders anziehen. Ich habe gesagt, Papa, als Kind sah ich viel schlimmer aus. Und das stimmt, ich habe heute am Hauptbahnhof Frankfurt einen Jungen gesehen, ungefähr 14, mit seiner Lebensabschnittsgefährtin. Die sahen wirklich aus wie Topmodels. Kein Vergleich zu meiner Kindheit. Röhrenjeans, Markenschuhe, Markenjacke, mindestens H&M. Mindestens mein Kleidungsstil als Kind, H&N, Hauptsache nicht nackt. Das war damals wirklich eine sehr bekannte Modemarke meines Vaters. Ich war sein Model. Wir hatten nur eine Kollektion, die Vierjahreszeiten-Kollektion. Schuhe für 13 Mark, die sind aus wie Schuhe für 7 Mark. Ja, einfach so ein Klumpen, Klumpfuß kantig, Klumpschuh war mir neu. Dazu die passende Hose, eine Korthose, weil ja alle Eltern auch heute hier wissen, wenn ein Kind irgendwas haben will, dann eine Korthose. Ganz klar, kein Fahrrad, kein Skateboard, erst die Korthose. Es gibt angeblich auch schöne, feine Korthosen, kann sein. Meine war es nicht. Meine war die Korthose, von der alle hässlichen Korthosen abstammen. Die Korthose des Grauens. Es gibt schöne, feine Korthosen mit 40.000 Rillen. Meine hatte 4. Das war wirklich... Ja. Auf jedem Bein 2. Das ist... Und wenn ich die anhatte, wurde ich vom Lehrer gesiezt. Das war so eine Respekthose. Massivkord. Dazu die passende Jacke. 50% Polyester, 40% Polyamid, 10% unklar. Für meinen Vater war klar, Lederjacke. Ne? Ein Unikat, die einzige Kinderjacke mit Schulterpolstern. Die hingen auf Ellbogenhöhe, alle dachten, ich habe 4 Beine. Da kommt er. Ich war der Einzige, der jeden Tag 10 Minuten später kommen durfte, weil die Lehrerin wusste, mit der Jacke dauert's ein bisschen. Mir war das scheißegal, es war eine Markenjacke, stand hier ganz groß, Adidas, auf dem Rücken, Nike. Das ist normal bei Jacken aus Marokko, da ist der Stoff so gut, da passen viele Marken drauf. Und auf dem Rücken hat es nie einer gesehen, auf dem Rücken, das war ja nicht schlimm, da war der Ranzen. Ein sehr schlimmes Wort für eine Kindertasche, Ranzen klingt so ein bisschen nach Weltkrieg. Wo sind die Waffen? Im Ranzen. Es gibt nur ein Wort, das schlimmer klingt, Tornister. Klingt so nach Castortransport, ne? Aber die Wörter passen sehr gut, weil dieser Ranzen war früher sehr hässlich. Sah aus wie so ein Riesenschließfach. Man hat das Kind gar nicht mehr gesehen. Man dachte, der Ranzen schwebt. Es wurden früher viel weniger Kinder entführt. Man hat das Kind einfach nicht gesehen. Und die coolen Kinder wollten den Ranzen trotzdem cool tragen. Hinten wie alle anderen, aber tiefer gelegt.
Und die anderen Kinder, wo die Eltern auf alles geachtet haben, trugen den Ranzen so gesund wie möglich. Ganz fest am Rücken, eine Einheit mit der Jacke. Manche sogar unter der Jacke, der Glöckner. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Wie schafft man den Ranzen so nah am Rücken? Das war ganz einfach. Die Mutter stellt sich morgens vor das Kind, zieht ganz fest hier dran, bis man oben die Tasche sehen kann. Hatte einen großen Vorteil, der Rücken war entlastet. Nachteil, die Blutzufuhr zu den Armen war unterbrochen. Deswegen haben sich auch viele in der Schule gemeldet, damit da wieder Blut reinkommt. So. Und worüber man leider nicht spricht, diese Kinder wurden auf dem Schulweg am meisten geärgert. Man hat die einfach am Trageriemen gepackt und langsam auf den Boden gelegt. Dann lagen die da hilflos wie eine Schildkröte. Hilfe! Ich verpasse Mathe! Ich hatte auch mit diesem hässlichen Kleidungsstil meine coolen Momente. Dritte Klasse werde ich nie vergessen. Die Schulnoten standen fest. Ein Tag später Sommerferien. Was macht man? Man spielt irgendwelche Spiele. Und wer hat das wichtigste Spiel gewonnen? Ich. Die Reise nach Jerusalem. Ich muss aber dazu sagen, für die deutschen Schüler war das nur ein Spiel. Für mich war das wirklich mehr Hoffnung, Vision, Zukunft. Ne? Das war echt was. Ich weiß noch, als ich meinem Vater sagte, Papa, wir spielen morgen die Reise nach Jerusalem. Ich fahr dich. Das erste und letzte Mal, dass er mich gefahren hat. Das ist, ja. Mittlerweile fährt er mich gar nicht mehr. Ich fahre sehr oft Bahn, das macht echt viel Spaß. Heute habe ich wieder mal was Tolles erlebt. Ich war in der Bahn, da waren zwei Migranten, ungefähr 15. Die haben ganz laut Musik gehört und ich wollte Bürger des Monats werden. Auf den Tisch hauen. Ich so, Leute, entweder Handys raus oder Musik viel, viel leiser. Was machen die? Fangen an, mich in ihrer Jugendsprache zu beleidigen. Hey, Dickfisch. Ich so, was? Der andere sagt, er meint fick dich. Das war nicht schön. Ja. Ich war ein bisschen durcheinander. Der andere sagt, aber ganz ehrlich, Dickfisch passt auch. Ich muss ein bisschen abspecken. Ich weiß, ich habe zugenommen. Ich war letztens im Solarium, nur die rechte Seite wurde braun. Das habe ich gemerkt. Ja. Die sind dann irgendwann ausgestiegen. Dann wollte ich mich mental vorbereiten auf den Main Tower. Ging nicht in der Bahn, ausruhen, vorbereiten, unmöglich. Die nervigen Zugdurchsagen kommen dann, wenn sie kein Mensch braucht. Verehrte Fahrgäste, achten Sie bitte auf Ihr Gepäck. Es befinden sich Taschendiebe im Zug. Sofort stand ich im Mittelpunkt. Eine Frau tippt ihren Freund an, unauffällig. Der guckt sie an nach dem Motto, ach, Schatz, guck doch, wie der aussieht. Der klaut doch niemals Taschen. Der lässt Koffer im Zug liegen. Das konnte ich so nicht stehen lassen. Ich habe mein Handy rausgeholt und gerade noch so laut reingerufen, dass nur die beiden mich hören können. Allahu Akbar. Sofort zwei Plätze frei. Ja. Terrorismus hat Deutschland verändert. Früher hat man die Polizei gerufen, wenn der Koffer weg war. Heute ruft man sie, wenn der Koffer rumliegt. Wir kennen alle diese Durchsage an Bahnhöfen. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Die gibt es in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, aber nicht auf Arabisch, die eigentliche Zielgruppe. Stellt euch vor, es gebe diesen Satz auf Arabisch, der Terrorist kommt, legt den Koffer ab und dann, Gepäck und, ach, schade. Direkt mehr Sicherheit. Ja. Das ist, ja. Aber wenn man das weiß, kann man sich ab und zu auch mal einen Scherz erlauben. Ich bin letztens in Köln zum Bahnhof gerannt, ich musste den Zug kriegen. Rennen ist bei mir sinnlos. Ich bin, wenn ich renne, langsamer als wenn ich gehe. Ich verstehe es auch nicht, aber man sieht, da bewegt sich was, ich komme nicht voran. Bin dann irgendwann leicht angeschwitzt angekommen mit einem Rollkoffer, arabisch aussehend, schwierige Kombination. Eine ältere Dame schaut mich an, ihr einziger Gedanke, der wird doch jetzt wohl nicht. Ich habe mir gedacht, komm, geh jetzt mal langsam auf die zu. Bin mit dem Rollkoffer auf die zugegangen. Die wird ganz unruhig, ich schaue sie an. Und dann natürlich aufgeklärt, bevor das Ganze eskaliert. Mist, ich habe ganz vergessen, ein Ticket zu kaufen. Ich muss kurz runter. Würden Sie bitte so lange auf den Rollkoffer aufpassen? Dankeschön, das war's von mir. Danke. Ciao, ciao. Danke. Thank you. Danke. Abdel Karim! Danke. Oh. Thank you. Danke. Schön warm. Sag mal, du hast ihn ja dabei, aber ich sehe ihn nicht. Man sieht ihn ja eigentlich nie. Obwohl der. Ali! Nein? Ich habe ihn auch. Bei mir sieht man ihn auch nicht. Aber ich habe ihn hier. Okay. Unser Migrationshintergrund! Hey! Wow! Geil! Alter, woo! Geil, komm her! Amazing! Ja? Die können jetzt ihre Handys rausholen. Ja.
Ich habe mich immer gefragt, wie er aussieht. Das ist wirklich... Jetzt wissen wir endlich, wie er aussieht. Ja? Willst du auch mal? Du hast auch Migration. Ich meine, mit dem Wort kann man doch alles erklären. Ja. Ich finde, man sollte aber noch für, wenn jemand ein extremer Klugscheißer ist oder sowas, dann hat er einen Edukationshintergrund. Ja, das könnte man eigentlich auch sagen, oder? Edukationshintergrund? Ja, natürlich. Ja, ja. Also, ich weiß, hier noch einige im Publikum sehen mir schwer danach aus. Sie können sich nachher auch nochmal davor stellen, wenn Sie möchten. Aber jetzt haben wir es endlich mal gesehen, der Migrationshintergrund. Danke, großartig. Ja, schön, oder? Großartig, ja. Finde ich auch. Sag mal. Geil. Danke. Endlich. Wow, amazing. I like it. Du musst ihre Sprache, sprechen. Machst du das ja, immer eigentlich, wenn du irgendwas in Ordnung findest? Ja. Okay. Warum auch nicht? Ja, ich weiß auch nicht, warum, aber es ist in der Bielefelder Bronx hat man halt seine Regeln. Ne? Okay, wie ist Bielefeld Hintergrund? Anders. Nämlich? Viel Wald, wenig los. Ja. Wir haben auch einen Touristen-Infopoint, das finde ich sehr cool. Damit hast du alles über Bielefeld erzählt, glaubst Richtig. Du? Okay, meine Damen und Herren, wir haben ihn gesehen zum ersten Mal mit seinem Migrationshintergrund. Abdelkarim, Dankeschön! Thank you, danke. Dankeschön. Oh. Mein nächster Gast ist eine Gästin und sie hat echte Modelmaße und zwar die von mindestens 3 Models gleichzeitig. Begrüßen Sie Daphne Deluxe! Charmante Moderation. Ja, meine Damen und Herren, Sie fragen sich jetzt, wer ist diese kleine, zarte, blonde Frau, ne? Deshalb, also, hat schon erwähnt, mein Name ist Daphne und wegen meiner Karosserie hat man mir den Beinamen Deluxe verliehen. Das heißt, ich bin quasi in diesem Reigen dieser wunderbaren Kollegen heute Abend euer Appetithäppchen. Ich kann übrigens eure Blicke sehen, gell? Appetithäppchen? Die sieht aus wie ein Buffet für 50 Personen, ja. Ich weiß, und das hat auch seinen Grund und seine Richtigkeit. Erstens bin ich der Meinung, gibt es im Showbusiness mittlerweile genug Hungerhaken. Ne? Und zweitens möchte ich vor allem den Damen im Publikum immer wenig Mut machen als lebendiger Beweis, dass man auch mit einigen Kilos zu viel trotzdem aussehen kann wie ein geiles Rennpferd. Gell? Jetzt also ganz unter uns. Das Problem sind ja nicht die Kilos, die man zu viel hat. Ach. Schmarrn. Das Problem sind diese gut gemeinten Ratschläge, die man sich immer anhören muss, ne? Versuch's doch mal mit Sport. Ja, da wäre ich doch im Leben nie selber drauf gekommen, ne? Als ob man auch noch schwachsinnig wäre, ne? Als ob Mops sich nicht schon reicht, ne? Und als ob man automatisch ein Problem mit körperlicher Aktivität hätte. Hat man gar nicht. Es ist halt lediglich komplizierter. Seht ihr, wenn man nicht nur ein ausladendes Gesäß... So fest hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich muss dazu sagen, das kriegt ihr nicht mit. Die Garderobensituation ist ein bisschen ungünstig. Sehr viel Treppe, sehr viel Treppe. Ich habe nie gedacht, dass der Effekt so schnell... Guck mal, ein Abend Frankfurt und ich komme zurück mit dem Hintern aus Beton. Das ist ja unglaublich. Also wenn man nicht nur ein ausladendes Gesäß sein eigen nennt, sondern auch noch eine halbe Molkerei mit sich herumschleppt... Ja, es ist ja nun, wie es ist. Dann ist es beim Sport nicht nur kompliziert, sondern sogar gefährlich. Haben wir Mädels im Publikum mit ähnlicher Oberweite, die wir schon mal versucht haben zu joggen? Und gute Nacht. Entweder hat man anschließend blaue Augen. Ne? Oder man erschlägt unschuldige Dackel. Meine Kollegen sind wahre Meister der guten Ratschläge. Ach, was haben die Jungs nicht schon alles mit mir gemacht? Die haben mir zum Beispiel, das war süß, da haben die mir so einen Gutschein fürs Fitnessstudio auf meinen Schminkplatz gelegt. Nein, wie lustig. Was haben wir nicht gelacht? Schon als wir versucht haben, für mich ein Fitnessoutfit zu kaufen, das war ein mittleres Drama, ja? Ich glaub nicht, was es für fiese Verkäuferinnen gibt, gell? Allein schon der Satz, der steht ihnen wie angegossen, ja. Ah, Kunststück, ne? Wie reingebombt vielleicht. Könnte ich der Kuh schon ins Gesicht spucken, ne? Wie kann man einer Frau mit meinen Formen ein zartes, blasses Rosa verkaufen, ne? Für die Herrschaften, die keine Fantasie haben. So. Das Outfit war dann irgendwann besorgt und dann folgte der absolute Höhepunkt, der Fitnesstrainer. Ich schwöre es euch, noch nie in meinem Leben, und es sind mittlerweile 28 Lenze,
Dünnes Eis auf der rechten Seite, ganz dünnes Eis. Vielleicht ist das Licht ein bisschen ungünstig. Noch nie in meinem Leben ist mir so ein unqualifizierter Depp wie dieser Fitnesstrainer begegnet. Da stellt mich dieser Mensch vor dieses Laufband und sagt sie mir so, ich hole sie dann in 20 Minuten wieder ab, schwupp, und war weg. In 20 Minuten kam der Depp wieder und wurde auch noch pumpig. Sie stehen ja immer noch da. Sag ich, ja, mein Schätzchen, meine Koffer sind ja auch noch nicht dabei gewesen. Ne? Nun, kommt also immer drauf an, woher man es kennt, das Laufband. Ne? Jedenfalls, das war aber der allerschärfste Ratschlag, den ich je von meinen Kollegen gekriegt habe. Das war, als die zu mir gemeint haben, weißt du, wenn man abnehmen möchte, dann muss man sich ein Ziel setzen. Da musst du wirklich so eine Hose kaufen, ein paar Nummern kleiner, so als Ansporn. Da ich, ach. Sag ich, dann kaufe ich meinem Freund auch ein Kondom, ein paar Nummern größer, damit er rein wächst. Wie albern. Aber gerade wir Mädels untereinander, Gott weiß, sind wir oft kritisch, nicht? Selber aussehen wie so ein eingetretener Korbstuhl, ne? Aber die andere kritisieren, nicht? Guckt, als ich heute Morgen mein Zuhause verlassen habe, da ist mir auf dem Weg zum Auto meine Nachbarin begegnet, die ich eigentlich von Anfang an blöd fand. Aber seit heute früh weiß ich auch definitiv warum. Und im Vorbeigehen guckt sie mich mit so einem, oh Gott, wie formuliere ich das jetzt? Darf man das hier im Main Tower überhaupt so formulieren? Könnt ihr mit dem Begriff untervögelten Gesichtsausdruck was anfangen? Und im Vorbeigehen guckt sie mich also an im Bereich ihrer mimischen Möglichkeiten, ne? Dann sagt sie mir, warum sind Sie eigentlich so dick, Sag ich, lassen Sie mich überlegen. Sag ich, ach, wissen Sie, jedes Mal, wenn ich mit Ihrem Mann schlafe, gibt's dann nach Kaffee und Co. In diesem Sinne, Dankeschön. Daphne. Daphne, du hast gesagt, du redest gerne Klartext. Yep. Da bin ich jetzt sehr froh. Du hast die große Oberweite deinerseits angesprochen. Ja. Es gibt ja verschiedenste Wörter dafür. Mhm. Gibt es Wörter, wo du sagst, die gehen gar nicht, oder Wörter, die gehen? Oder die findest du lustig? Also ich habe einfach geguckt. Da bin ich jetzt gespannt. Möpse. Ja. Melonen. Ich hab im Internet, das sind nicht meine Wörter. Ich hab im Internet nachgeguckt. Kaventsmänner. Abrade. Abrade, ja, aus dem Fränkischen, das ist schön. Abrade. Abrade. Das ist schön. Ballons. Ja, Glocken, ist immer gleich so. Bälle, Dutteln, Geräte, Airbags. Dutteln kenne ich noch aus Süddeutschland, das ist auch schön. Ach, das geht auch. Also es gibt nur aus seiner Gegend Wörter. Ja, die klingen nicht so hart. Aber es gehen eigentlich gar keine Wörter, außer Brüste. Weißt du, das Schöne ist, wir haben in der deutschen Sprache sind wir so exakt. Es gibt zum Beispiel in der polnischen Sprache gibt's ein Grundwort für Brust. Das ist jetzt kein Spaß, das heißt wirklich so, das heißt Zitzki. Zitzki. Zitzki, ja. Mhm. Und je nachdem, wie groß die Brust ist oder wo sie hängt, wird das dann verändert. Also zum Beispiel so die kleinen, zarten, pubertierenden Mädchen, da heißt das Zitzuschki. Mhm. Und dann gibt's Zizore. Okay. Und in ein paar Jahren sind es Zizoche. Weißt du, also das ist sehr praktisch. Das findest du passender. Also wir sollten das aus dem Polnischen übernehmen. Warum nicht? Dankeschön, Daphne. Ich danke dir für den Besuch, meine Damen und Herren. Daphne Deluxe! Und das war's auch schon. Das war der Comedy Tower aus dem Main Tower hier in Frankfurt. Mit Vince Ebert. Mit Johannes Scherer. Mit Abdel Karim. Und mit Daphne Deluxe. Dankeschön, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.